Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Bausimulator 2015. Genau, nämlich die 17. Folge. Und wir haben ja jetzt erstmal richtig viele Fahrzeuge gekauft. Ja, Aber diesmal machen wir das Neubaugebiet. genau. Ein Sonderauftrag. Gut, wir fahren jetzt zur Baustelle, würde ich sagen. Genau, wenn du einsteigst. Ja, da bin ich. Hast du noch ein Lied zur Baustelle, den wir singen können zur Baustelle? Nee. Ich bin gerne Bauarbeiter. Ab im See oder noch ein bisschen warten oder nicht? Ah, nee, lieber zur Baustelle erstmal. Okay, ja, weißt du ungefähr, wo die ist? Die ist, ja, die ist oben beim Bahnhof in der Nähe. Auch schon wieder Ja. das Neubaugebiet. Du musst erstmal geradeaus. Ja, ich weiß es. Mein Navi zeigt es diesmal an, diese Folge. Nächste links. Und dann direkt rechts. Ja, oder du machst so. Und jetzt rechts. Ja, mein Zettel ist wieder zugegangen. Also, das ist eine Mauer von der Autobahn, die wollte ich dir mal kurz eben zeigen, ne? Von der Autobahnauffahrt. So, du musst jetzt weiter geradeaus. Und wenn man so fährt, das ist Geisterfahren, das sollte man nicht machen, ne? Das kostet Geld. Ja, unterschiedlich, ne? Du musst geradeaus fahren und dann die nächste An der links. Nordseeküste, am Plattdütschenstrand, da fahren wir zur Baustelle. Abbiegen! Eine Aber nicht Ampel. gegen die Ampel fahren. Da ist ein Ampel, der Mast, ne? Leute, das ist jetzt das zweite Video, was auf meinem Kanal online kommt. Heute ist das zweite Und also Video, mein alter Kanal wurde gelöscht, was einfach auf aus dem Grund, Game dass Base hochkommt. die E-Mail einfach nicht mehr funktioniert, die E-Mail-Adresse nicht mehr funktionierte. Und deshalb habe ich jetzt einen neuen Kanal gemacht, der heißt Gaming Base und produziert wird das von mir, Carlos Simon. Yo, Leute, tschüss, hi. Was weiß ich. Ohne Konflikt-EP. Der liebe Conflex-LP ist natürlich Und auch wenn dabei. die aber meine erste Folge, wo er mit The Boy noch dabei war, sehen wollt, schaut gerne auf meinen Kanal. Wir haben, ich glaube, die Center Shocks Folge, das war Folge 11, die total scheiße für mich war, Ich fand's geil. ist alles bei mir drauf. Alles. Naja, Alles ich, drauf. also mein Kanal wurde gelöscht, habt ihr vielleicht schon bemerkt. Ach, Happeschütter! Moin Moin! So, Happe! Nachdem wir nun in der Stadt sind, wird es auch. Nachdem wir nun in der Stadt sind, wird es Zeit, auch etwas vorausschauend zu planen. Wir haben von der Stadt den Auftrag bekommen, ein neues Baugebiet zu erschließen. Darum muss dieser Bereich noch an die bestehende Kanalisation angeschlossen und ein Trafohäuschen errichtet werden. Oha! Ein Auftrag aus dem Rathaus. Unser Bekanntheitsgrad scheint gestiegen zu sein. Ja, scheint so. Ich habe dir ja gesagt, dass ein Umzug auf ein größeres Gelände auch die Kunden beeindruckt. Und jetzt ruft plötzlich der Stadtrat an. Super, oder? Nee. Wenn wir diesen Auftrag erfolgreich durchziehen, gibt es jede Menge neuen Bauplatz und bestimmt auch einige neue Aufträge für uns. Na, dann wollen wir die Herren Stadträte mal nicht enttäuschen. Wagen den markierten Bereich aus. Kann man hier irgendwo ein Fahrzeug hinstellen? Nein? Mache ich. Der geht nicht. Und dann. Hast du Hä, überhaupt kann nicht. ich nicht zur Baustelle teleportieren, das Fahrzeug? Doch, kannst du. Aber hier steht nirgends Baustelle. Hier, du hast kein Geld. Geh mal raus. Geh mal raus. Bin ich. So. So, du musst eben baggern Hä? und nach dem Baggern müssen wir Alles klar. Ich fahr mit Verbau dem vom Stahlwerk holen. Baustelle. Ich fahre schon mal zum Stahlwerk. Mit dem Pritschwagen. Nee. Wieso nicht? Weil ich jetzt in die Tiefladerzugmaschine einsteige und damit dahin fahre. Also Leute, dass ich ein bisschen noch ein bisschen lange da bin, ich würde sagen, ich mache eine kleine Zeit nochmal.
sleeping alone, and I've been eating alone. I didn't understand, even though no one's home. If you're living in the daylight, living underground, they're sending a message. There's someone's watching over. Oh, 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 she's sleeping alone, and now she's eating alone. So, meine Damen und Herren, ich bin jetzt wieder an der Baustelle nach 25 Minuten. 25? Nee. Gefühlt 3 Stunden? Ja. Ja, ich stehe gerade auf Harpe, das ist richtig. Ich stehe auf Harpe. Bagger. Ich stehe mit dem Bagger auf. Pass auf, ihn nicht umzurammeln, Alter. Du, das geht, das ist unmöglich. Harpe, der ist so stabil, den kannst du in der Bagger schaufeln sitzen. Der steht immer noch gerade. Was ist denn das für eine Maschine? Harpe, der ist ein... Harpe, der ist nicht mehr normal, der ist ein Stück Stahl aus der Stahlteilefabrik, Alter. Auf dem Stahlwerk. Habe du Stahlwerksbube. Habe, der steht da wie ein 1. So, immer noch. Ab geht's mit Baggern! Das ist Cornflakes mit dem Bagger und der Bagger noch. So, dann müssen wir einmal, glaube ich, tap, genau, und dann kann ich baggern. Ey, ich habe schon mal Copyright-Claims gekriegt wegen einer Melodie, die ich gepfiffen habe. Ja, geil. Ja, ne? YouTube ist echt schlau. Covers sind ja eigentlich copyright-frei. Sind alle. Ey, aber hier von Macarena? Weiß ich nicht. Ich habe nachgeschaut. Macarena ist copyright-frei. Brauchst du Spotify? Nee, ne? Doch. Ich möchte ein Lied von Spotify hören, eben. Nein. Nein. Oh, dann höre ich das halt von YouTube. So. Und wieder. Ey, ich hasse das. So, einmal hier. Einmal hier. Kannst du mir auf meinem neuen Kanal folgen, wenn ich gleich ein Video hochlade? Wenn mir das Video gut gefällt. So, Nevada. Von Weißton. Sehr geiles Lied. Einmal. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauern wird, zu baggern. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Es kann sich nur um Stunden handeln. Kannst du mal bitte dein Container. Wie weit bist du eigentlich mit deinem Container transport? Ja, ich warte, dass eine Ampel grün wird. Alter. Ich hab mir gerade ein Lidl dran gemacht. Nevada von Vizeton. Und ist die Ampel jetzt grün?
Ja, ich fahre gerade aufs Hafengelände drauf. Das heißt, ich bin nicht mit meinem Bagger. Cause before you go and walk away, yeah, you wonder where you're going. Wo sind Gudi und Ingo eigentlich? Sind die auch unten? Tun und lassen. Ah. Muss das in den gelben Bereich? Ja, ne? Ja. Ich Idiot. Dann machen wir das so. Geht doch. Das ist gar nicht in den Fahrern fällt. Ich so, ja. Aber wäre es schön gewesen. Ja. Es ist schön, um mal zu sein. Ja, auf jeden Fall. Mir fällt gerade auf, alle meine Playlists sind weg. Weil mein Kanal ja gelöscht wurde. Gut, dann würde ich sagen, ich mache die Folge schon mal zu. Und der Cornflakes, der baggert noch zu Ende. Hä? Was, wie meinst du das? Du machst jetzt schon Schluss. Ja. Wie? Wir sind schon bei 32 Minuten. Muss Zeit noch haben? Stimmt. Ich gehe eben pinkeln und dann komme ich wieder. 10 Minuten. Ich gehe eben pinkeln und dann komme ich wieder. Weil der Lokführer den Zug verpasst hat. Zu spät zu Hause. Echt? Ja, er hat vergessen, Haus zu sagen und hat dann er hat ein Stück angehalten, was für ihn ist. So, jetzt nicht ins Loch reinfallen. Achtung. Achtung. Pass auf. So. Haben wir auch schon mal. Machen wir hier weiter mit der ganzen Erde. Ich muss sogar auf meinem neuen Handy auch noch mit Gaming Pass anmelden. So. Ey, weißt du, was ich Cooles habe, Robin? So, Bagger ist fertig!
Frage jetzt an allen noch. Muss ich noch baggern oder muss ich nicht baggern? Du musst nicht baggern. Wir bauen Abwasserkanal Abschnitt 5. Dann muss ich nicht mehr baggern. Ja, ich muss gar nicht mehr baggern. Das heißt, Leute, Baggernschicht ist vorbei. Carlos geht Stahlwerk. Geh mal Stahlwerk, Alter. Ich bin Stahlwerk. Geh mal Stahlwerk, Alter, was sonst, ne? Alles klar. Alter, hier wird angezeigt sogar. Apropos, die Tieflader-Zugmaschine steht beim Stahlwerk, ne? Da kannst du einsteigen und dann bist du beim Stahlwerk. Was muss ich denn kaufen? Kannst du überhaupt kaufen? Ja. Guck mal, so ist das, wenn. Siehst du? Das Neubaugebiet Ladung Verbau. Zack. Das ist jetzt irgendwo. Das ist wahrscheinlich in dem Anhänger da hinten schon drin. Ja, ist sogar schon im Anhänger drin. Geil, oder? Warte, ich hole die Tieflader-Zugmaschine, ne? Ja, also, es ist schon im Anhänger drin. Du musst nur noch den Anhänger nehmen. Und, Wie gehen wir aber, Moment, wie gehen wir die Sachen da raus? Kran? Viel Spaß, die reinzubekommen! Warte mal, ich glaube, dieser Lion Game hat das auch so gemacht mit dem Kran. Viel Spaß. Lion Game. Nein, dem folge ich jetzt. Viel Spaß mitzubekommen. Lion Game 1. Basumlader 2015. Neubaugebiet. So, das war, glaube ich, Teil 36. Mal eben vorbeischauen. So, die Schwerelast ist an Bord, meine Damen und Herren. Und dann jetzt mal vorsichtig, aber trotzdem eventuell ein bisschen zügig. Großfahren. Ich fahre jetzt nicht die enge Linkskurve da. Hier ist ein bisschen zu gefährlich. Ich fahre jetzt den kleinen Umweg ein bisschen zur Baustelle. Weil es einfach viel sicherer ist. Es könnte auch ein großer Umweg werden. Ja, wird alle, aber ich fahre jetzt. Nee, jetzt über den Kanal. Okay, aber ich fahre jetzt ein bisschen auf dem Gelände. Dass ich jetzt geschmeidig rumbiegen kann und auf der richtigen Spur bin. Robin, ich guck eben, wie die das machen da, ne? Ja, eigentlich ist ja, wenn man so ein Schwertransporter wie jetzt, ist ja eigentlich immer ein Begleitfahrzeug hinterm Schwertransporter und warnt die Leute davor, aber das haben wir jetzt mal nicht. So, einmal. Da ist ja fast eigentlich einfach, wenn du hier bist. Ah, der hat den Bagger und damit holt er, trägt er die Dinger. Ja, haben wir nicht, wir haben aber den Putschwagen mit Kran, der da steht. Ja, das geht auch. Dann nehmen wir den. So. So, Ampel, auch wieder. Oh, wunderschön. So. Jetzt auf die Autobahn, das wird sehr spannend. Schaffen wir die Steigung oder schaffen wir die nicht? Ich kick mir das mal eben an. Ja, schaffen wir. Da muss man aber echt aufpassen. Ja, weiß ich. Denkst du, warum ich so geschmeidig fahre? Noch nicht mehr hingefallen. Nice. Ich weiß, wie es geht. So. Musst du noch was machen, oder? Ja, ich muss jetzt momentan konzentriert fahren. Ich bin aber gleich an der Baustelle, ne? So, langsam abbremsen. Langsam, ja. Ich fahr jetzt auf die Baustelle, okay?
Wo soll ich hinfahren? Komm, muss ich jetzt sagen. Stell ich mal hier hin, ne? Hm? Der steht nicht ganz gerade. Jetzt steht er gerade. Aussteigen! So. Du weißt ja jetzt, wie das geht, ne? Nee. Nee. Mach du das mal. Ich weiß doch nicht, wie es geht, wie soll ich es denn machen? Einhaken, dann ins Loch reinheben, wenn das grün ist, Leertaste drücken, fertig. Ach, du willst es nicht machen? Nee. Du machst zwei, ich mach zwei, okay? Kannst du dann schon mal bitte den Anhänger dann mal abkuppeln? Was muss ich machen? Den Anhänger abkuppeln oder was? Ja, nett. Dann könntest du schon mal zum Stadion fahren. Dann den, ja. Dann den, dann den Anhänger Putsche nehmen. Dann zum Borschewender fahren. Und wenn du am Borschewender bist, schon mal Sachen einkaufen und die dann dort landen. So, dann mal eben die Stützfüße ausfahren, die Scheißteile. Nennt man Time Management. So, wohin damit? Fahr mal zum Schaubeck, der ist nämlich nur, der ist noch die optische Putsche. Okay. Kannst du den nicht zum Firmengelände zurücksetzen? Kann ich auch machen. Das ist aber zum Firmengelände. Ne, den Auflieger-Pritsche kannst du auch zurücksetzen, direkt. Ja, fahr schon mal zum Firmengelände. Wenn du mir das WLAN-Passwort geben würdest fürs Handy, dann könnte ich eben übers Handy mir einen eigenen Mix machen für Lieder. Bitte schön. Kannst du die Tieflader-Zugmaschine nicht auch zurücksetzen? Fährst du denn zum Borschewender? Ja. So, müsste. Ist es oder ist es nicht? Wie heißt das andere? Watching, ne? Ha, nicht kompatibel? Ja, dann brauchst du doch den Kran dafür. Welchen Kran? Den Bagger meine ich. Ich kann doch nicht mehr hier hin. Denkst du, ich kann den Bagger jetzt nochmal hier hin? Doch, kann ich nicht verraten. So, ich hab nichts geliefert lassen. Hab ich da vorher nicht gesehen, tut mir leid, aber okay. Ich wäre wirklich gut ausgerufen, wenn ich den jetzt gerade nicht, wenn ich den jetzt nicht, hinliefern lassen könnte. Ja, wahrscheinlich ein bisschen scheiße da, ne?
Okay, ist jetzt Fingerspitzen drin, ne? Eins. Das sind nur zwei. Ich hatte in der kurzen Anhänger schon mal zugegeben, ne? Den vom Stahlwerk. Weil er mir ein bisschen hier im Weg stand!
Sorry, wenn ich jetzt gerade so still war, aber ich sitze wahrscheinlich auch hinter Musik oder so, weil ich war gerade sehr konzentriert, da gerade die Sachen da ein bisschen zu positionieren, sodass die richtig sitzen. Aber jetzt sonst kann man mir wirklich verzeihen. Wie sieht es momentan bei dir aus? Ja. Ja, was heißt hier ja? Warum brauche ich jetzt glaube ich endgültig nicht mehr? Hast du es geschafft? Ja. Super. Schließe 10 Kamischen ab. Ey, auch nochmal. 4 Abwasserrohre. Du bist damit auf die Putsch bist du da, ne? Ah, weiß ich nicht. Wo bist du jetzt gerade? Was hast du jetzt schon alles aufgeladen? Ja, noch nix, du hast mir ja nicht gesagt, was ich aufladen soll. Wir brauchen jetzt 4 Abwasserrohre. Und ich brauche einen Pritschwagen mit Kran für die Abwasserrohre. Ich komme. Kannst du jetzt was kaufen? Ja, kannst du, ne? Ja. Bist du beim Baustoffhändler? Noch nicht. Ich warte und ich warte und ich warte und ich warte. Damit auf die Gefühle war ja klar, sonst hätte ich wieder schon eingetroffen. XXL-Folge heute. Ja. Aber ich verstehe auch nicht, wenn ich schon sag, komm, fahr schon mal zum Baustoffhändler, aber du noch nicht mal da bist und auf die Gefühle keine Ahnung was gemacht hast. Verstehe ich nicht ein bisschen. Komm halt nicht mit der Lenkung zurecht. Ja. Ja, aber hast du jetzt nicht die ganze Zeit, wo ich die Module da reingezogen habe? Hast du jetzt nicht die ganze Zeit dabei, die Lenkung hinzubekommen, oder? Was hast du in der Zeit gemacht? Ein bisschen Musik zusammengekramt. Ja, das ist der Fehler. Stimmt doch gar nicht. Das ist wieder so ein bisschen mitdenken. Könnte man auch mal machen, ne? Stimmt. So. Was fährt mich dieses Auto einfach an, Alter? Und wenn man nicht weiß, was kann ich noch machen, dann eventuell fragen. Aber jetzt ist wieder so eine Sache, ich muss jetzt wieder hinterherfahren. Und wir hätten jetzt wieder Zeit sparen können. Ja, hier ist Pritschwagen mit Kran. Ne? So. Aufladen. So. Aminus-Eisen liegt da ja noch. Okay. Mach erstmal bitte eben die Kanalrohre, ne? Die Abwasserrohre. Warum funktioniert der Adblocker nicht? Hallo? Ja. Mach mal bitte erst die Abwasserrohre.
Jetzt dürfte ich keinen Adblocker mehr drin haben. Ich habe jetzt alles gekauft, was wir kaufen müssen. Gut. Dann laden wir das auf. Von Erminungseisen müssen nur eins, okay? Mach das. Ich fahr dann mal hin zum Erminungseisen, ne? Weil da kannst du besser mit Pütchen. Ja, mach das. Mit dem Kran, die aufladen. Und die Kanalmodule. Bitte erst die Abwasserrohre, dann Ziegelsteine, Ton. Das hast du ja wohl gepackt. Nö. Aber müssen wir auch so mal hinbekommen. Ja, ich lasse ihn doch stehen, weil. Noch. Ich glaube, deine Eltern sind wieder da. Ja. Können sie auch gerne. Und ich glaube, du musst gleich fahren. Ja, ich muss 7 Uhr zu Hause sein. Was? Um 7 Uhr? Hast 7 Uhr muss ich zu Hause sein, ja. Warte, um 6? Ne, 7 Uhr. Okay. Dann brauchst du. Dann können wir es eventuell noch schaffen. Ja, stimmt. Wenn wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Und nicht, und keine Musik zusammen und kein Adblocker. Adblocker funktioniert. Ja, nicht. Und die Kanalmodule funktionieren sie? Momentan noch. Das ist super toll.
gleich kommt deine Mutter rein. Ich will gar nicht wieder rein. Ich, 8,3 Meter Balance, komm jetzt mal auf 4 drauf, ne? Ja, mach das am besten auf das erste Segment, also ganz vorne hinter der Führerkabine. Nee, ich. Hä? Mach aber vorsichtig, nicht fallen lassen. Mach ordentlich. Ja, Kollege, ist nicht immer alles einfach, ne? Warum machst du denn immer Bausimulator zu, ey? Ich mach dich zu, das geht automatisch zu. Und warum geht das automatisch zu? Keine Ahnung, aber besser automatisch zugehen, als automatisch dich auszuwerfen. Ne? So, jetzt mal schauen, ob wir noch ein Ermüdungseisen noch bekommen. Schaffe aus der Entfernung. Sieht gut aus. Nein, schade. Lass bei dir nochmal Ermüdungseisen drauf, ne? Nein! Wieso? Wenn du wartest, bis ich alles drauf hab, dann ja. Ich tue es auf dem ersten Segment. Okay. Ich bin ja auch extra ein bisschen mit zurückgefahren. Mich? Hm. Wir müssen noch eine LS19 aufnehmen, ne? Eigentlich, wenn wir das mal schaffen, dann ist man einfach wieder fern und ist mir auch egal. Und? Pass auf, was los? So, das schneide ich raus, ne? Mhm.
Ja, kann man auch eine Folge mal wieder schneiden und geht immer, wenn man ein bisschen länger aufnimmt. Da haben wir nur ein Ermittlung Eisen noch zu viel verkauft. Sind aktuell, glaube ich, Ermittlung Eisen, ne? Also ein Teil war irgendwie zu teuer beim eigentlich. Das war dann richtig teuer. Ich glaube, Aluminiumseisen sind sogar noch richtig teuer, wenn man die vergleicht mit anderen Preisen. Ja, das stimmt. Wenn das ich im Kopf habe, weil irgendwie ein Auftrag, wo wir auch die dabei hatten, habe ich gefragt, so viel Geld, ich weiß auch nicht, ob das jetzt die Fahrzeugniveau war oder das wirklich die Aluminiumseisen. So, Aminoseisen ist drauf. Dann kannst du es wegbringen. Bei dir. Ich fahre eben zur Fertigwandfabrik, damit wir einen Ort mehr haben. Also damit wir alle Orte haben. Nee, das sind nicht alle. Du warst nämlich bei Staudamm. Alter, ich bin gedriftet mit dem Scheißteil. Pass auf. Ja, über alle Orte. Ich habe jetzt befestigt, ne? Die Ladung. Kommst du jetzt mit zum Baustelle oder nicht? Ja, ich bin gerade bei der Fertigwandfabrik. Guck mir das mal eben an, alles. Ja, dann muss man eben hier mit dem Siebler dann halt zur Baustelle fahren. Aber mit dem Pritschwagen, lass sie aussuchen. Leihanhänger gibt's da auch. Wann möchtest du die, mit welchem Fahrzeug möchtest du da fahren zur Baustelle? Pritschwagen mit Kran oder die Zugmaschine? Pritschwagen mit Kran. Gut, dann fahre ich mit dem Tiefflader dahin. Ich fahre einen kleinen Umweg zu bauen. Ich habe einen Erfolg. Guck mal. Welchen Erfolg hast du? Beam me up, Scotty. Welchen Erfolg hast du? Was steht da? Beam me up, Scotty. Springe mit Fahrzeugen insgesamt 50 Mal von Ort zu Ort. Plus 5000. Okay. Also ich habe dir jetzt meinen Pilzwagen schon mal aus Versehen gestellt. Ich fahre mit dem Tieflader die gerade Strecke. Weil, wenn man mit einem Tieflader sehr viele Kurven fahren muss, ist es echt blöd. Du musst wirklich schon ein bisschen die Map kennen. Einmal bitte so. Scheiße. Ey, hast du dich. Warum Haben deine Eltern was dagegen, dass ich hier bin? Ja, klar, immer. Hey, warum fährst du jetzt Tieflader? Weil, wenn du mit dem Bildschirm fahren wolltest. Ja, stimmt. Jenny ist da. Weiß ich. Woher? Muss mir nicht immer alles sagen, ne? So. Tieflader jetzt wieder sauber parken. Ha. Ey, warum muss einer ein einfacher Hafen stehen? Warum kann er nicht wiederkommen, wenn wir wieder weg sind? Weiß ich nicht. Oder wie beim Schwurbler, ganz weit weg stehen. Einmal gerade stellen.
ist los? Weißt du noch, der Bug, als ich immer geflogen bin mit dem Pritschenwagen? Das war lustig. Harpe! Kannst du bitte im App laden oder nicht? Kann ich nicht, ne, sorry. Komm bitte. Ich hab die Wände abgeladen. Mach mal bitte. Wo müssen die Scheißteile denn hin? Hast du Ladung gelöst? Ladung ist tief. Ja, sieht so aus. Ja, ich würd erstmal. Ey, tritt mich nicht. Also, die Kanalmodule, ne? Die müssen hier hin. Passend. Im Ernst? Ja. Die müssen hier mach passen. Du das. Oder hol den Kran. Wo soll ich den Kran holen? Kannst du mal eben den Kran auslagen? Und du... Einfach nur eben den Kran ausladen. Dann machen wir jetzt beides, okay? Hast du den Kran ausgeladen? Maschinen können nicht geliefert werden. Der ist zu groß dafür. Dafür braucht man Kranplatz, glaube ich. Haben wir genug, um Mobilkran zu holen? Nee, ne? Nee. Der Kran, der ist ein bisschen zu groß dafür. Och, Menno. Ein bisschen. Ich kann mit dir einen Deal machen. Ich mach die Abdus hoch und du machst das andere. Warte, ich geh mal eben kurz zum Fahrzeughändler, ne? Teleportier ich dahin? Ja, hab ich gerade. Ich müsste mal eben was gucken. Das ist ein bisschen weit weg, gerade auch. Bisschen. Ja, ein bisschen. Warte, gibt's nicht irgendwie ein anderes. Warte mal. Den Flat-Top-Kran haben wir, ne? Und wie geht's? Ja, den haben wir genug für einen Schnelleinsatzkran? Ja, ne? Wie viel kostet der denn? 200.000. 200.000? Mhm. Ich hab 140. Ich hab 112. Sonst hol den eben. Oder 1000? Nee. Ich hab 112.000. Ich hab 140.000. Ja, reicht. Ja. Aber ich bezweifle, ich glaube, der kann da aber auch nicht geliefert werden. Glaub ich nicht, weil. Ich bezweifle, dass der uns da weiterhelfen will. Können wir ausprobieren. Nee, ich bin momentan jetzt skeptisch mit ausprobieren. Bist du nicht böse? Wieso, probier doch einfach mal. Ja, aber wenn er nicht bringt, wie viel Geld geben wir dann wieder zurück und wie viel verlieren wir? Ja, egal. Probier das doch mal eben. Vielleicht geht das ja. Komm eben um die Ecke, bitte. Warte, ich möchte den jetzt mal ein bisschen gerade richtig hinstellen. Kannst du den mal bitte nah dran stellen? Ja. Pritschenwagen. Kommst du dann eben zum Fahrzeughändler und holst den Schnelleinsatzkran? Ja, wenn du den Pritschenwagen nah dran stellst. Ja. So, dass der nichts blockiert. Aber trotzdem. Schaffe ich. Also du willst den nah dran stellen, dass du gut die Kanalrohre dran machen kannst? Bitte? Du willst die Kanalrohre dran machen? Ja.
So könnte es gehen. Ich kaufe 11 Fahrzeuge. Wo steht der? Also nicht. Ja, die wird auf dem Film genannt, ist klar. Gehst mal eben raus. Kann nicht geliefert werden. Ey, willst du mich? Geh mal eben raus. Wieso? Ich möchte was testen. Hab ich doch gesagt. Trotzdem möchte ich was testen. Ja, jetzt mach schnell. Ich bin doch schon längst raus. Und wie viel Geld haben wir jetzt dadurch verloren, durch deine Aktion? 200.000. Ja, mal eben, ne? Egal. Nein, ist halt nicht egal. Natürlich. Allein warum war wahrscheinlich nie? Ey, warum haben wir die 500.000 eigentlich ausgegeben für, Betonmischer, Betonpumpe und Radlader und nicht einfach für den Mobilkran? Weil der noch nicht, du wolltest noch einen Radlader haben und weil der Mobilkran momentan nicht so. Und jetzt mal die Ausschreibung nachschaust, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 4? 4 Sachen mit Kran raus, ja. 4 mit Betonmischer. Die Ausschreibung. Ja. Und da haben wir, haben wir gedacht, komm, machen wir einen Betonmischer. Geil, noch ja, mehr. Geil, ich wurde gekickt. Dann gehen wir schnell rein und dann. Also hier funktioniert auch alles. Also mein Spiel schließt sich ja immer, also das ist ja nicht so schlimm wie ich. Ja, dein Spiel schließt sich immer, ich flieg immer raus. Ey, du bist jetzt seit anderthalb Stunden, bist du jetzt unkontrolliert im Spiel oder seit fast 2 Stunden? Zum Glück. Und wurdest einmal gekickt, einmal. Einmal ja, und jetzt schon wieder. Einmal wurdest du jetzt gekickt in 2 Stunden. Besser als in unserer Julius-Folge, wo du 5 Mal gekickt von 3 in 10 Minuten. jo. Warte mal, die Abwasserrohre und die Kanalmodule, okay. Dann Erde, dann Ziegelstein, Zement, Säcke, Armierungseisen und dann Vorarbeiterhandschuhe, dann sind wir fertig. Ja. Ah, kannst du jetzt gleich mal die Abwasserrohre abladen? Ja, mach ich gleich fertig. Ja, wenn ich mit dem Kanalmodul fertig bin, ne? Obwohl? Ich hole mal den Dämonenkipper raus, ne? Ja, ja, mach eben. So, ist er voll oder ist er leer? Schau bitte nach. Leer. Leer? Mhm. Fahr zum Kieswerk und hol mal bitte in die Erde. Jo. Du bist nicht mehr mein Problem. Ich glaube, 19 Quadratmeter reicht der Kleine nicht für. Ja, dann fahren wir halt, der reicht für 14, dann fahren wir halt 2, weil ist auch kein Problem. Stimmt. Soll ich weiterfahren oder willst du jetzt weiter abladen?
mach du, die Abwasserrohre müssen nur noch im markierten Bereich und dann müssen die beiden Geräte runter und dann komme ich mit dem Kies. Mit Erde? Ja. Aber so lange habe ich ja gerade nichts zu tun eigentlich. Du musst nur fahren. Scheiße. Nee, seid nicht. Wäre auch zu schön gewesen, um was zu sagen. Was ist los? Mir ist fast wieder hingefallen. So. Muss einen kurzen Wagen ein bisschen wieder in der Nähe. Ey, ich fahre mit 100 km/h hier Ecke. Einmal da. So, 1 von 4 ist jetzt schon mal drauf. Bin da. Ja. Zack. Du kannst schon mal dich in Siebter reinsetzen. Ey, die CPU hat einfach 76 Grad. Ja. Dann mach doch, den Kühler schneller. Ja, hab ich. Gut. Hoppala. Und wie viel Grad hat die Grafikkarte? Die Grafikkarte hat CPU hat, also Prozessor hat 80, oh. Grafikkarte hat 62, System, also insgesamt hat 37.
aber der Grafikkartenlüfter hat 4338 Umdrehungen pro Minute. Und vom Prozessor auch ungefähr. Grad... Du bist dran. Im Ernst? Ja. Nice! Jetzt müssen die Geräte da weg oder was? Müssen die Geräte jetzt da weg oder was? Ne, jetzt Erde, jetzt bin ich dran. Also jetzt ist schon Erde da, hier reinkippen. Vielleicht reichen die 13 sogar. Ne, hier steht 19. Ich weiß. Also ins Loch reinkippen. Ins Loch reinkippen. Gut, wie es geht, also wenn du es kannst. Easy. Nicht viel daneben, das ist ja schlimm. Ja. Komm mal into Gießer. Komm mal into Gießer, guck mal Erde. Kein Schwert. Bau im zu Kieswerk. Ja, ja, ich bin beim Kieswerk, Mann. Jetzt teleportiere mich zum Kieswerk und hol Erde. Teleportieren ist geil. So, mal nachschauen. Zack. Reicht. 9,4 reicht, oder? Was meinst du? Nee, mach wohl. Okay. Boah, Schloch. Kann ich mich mit Ladung teleportieren? Ja, wahrscheinlich. Zum Bahnhof? Ja. Sehr wenig Verkehr gerade, oder? Das kann ich nicht beurteilen. Also ich habe sehr wenig Verkehr. Und einen Bulli umgenietet. Mein Bulli hast du umgenietet? Einen Bulli. Ach so, ja. Ey, hier ist Stau, Alter. Fahr den, du hast einen Einsatz. Kurve! Anal, anal, binal, binal, zinal, dinal, inal, fnal. Ja, ja. Nice. Komm, weiter, fahr weiter. Na egal. Ja, mach den Bach. Zweimal kleine Ziegelsteine tun. Ja, nicht nur das. Du musst aber ja erst Ziegelsteine tun, dann Zementsäcke. Die Armierungseisen, ja. Und Armierungseisen. Gut. Machst du das oder? Also Armierungseisen hat ich jetzt schon mal. Du kannst gerne das machen. Das ist kein Problem für mich, ne? Hä? Das ist kein Problem für mich. Möchtest du das machen? Nee, nicht so gerne. Ja, aber du siehst, dass der Kerl nicht aufleuchtet, weiß ich. Weißt du, wo du mir helfen könntest? Die Tieflader mal anders stellen. So, Hallo. Hä? Du könntest mir helfen, wenn du den Tieflader anders stellst. Danke. So, den Muldenkipper, den tue ich mal eben aufs Schienengelände zurück, ne? Kannst du bitte eben den... Den Tieflader umstellen? Ja. Bisschen näher dran. Bitte. Geht das so?
Ja, das geht. Gut. Ist sogar eigentlich relativ gut. Bleib gleich hier. Du musst einfach nur Ausladung machen, dann anhaken, dann hoch, dann Ausladung wieder zurück und dann fertig. Dann kannst du die da auch schon mal mit Auflieger. Und dann sind wir eigentlich fertig. Ja, dann muss ich noch Harpe ansprechen und dann... Genau. Ob der Stadtrat zufrieden ist. Nö, no, das wäre mir scheißegal. Also, die haben... Hauptsache, wie das geht. So. Dann müssen die uns ja sowieso zahlen. Ganz mal... So, mal eben bitte Firmengelände. Nee, geht nicht. Einfach zurücksetzen eben. Und? Mach den Baustellenbereich frei. Kannst du eben den Pritschenwagen da weg tun vielleicht? Vorarbeiter, Erstverarbeiter. Sehr gut, das ist ja wie am Schnürchen. Der Baudetrend wird zu vielen sein. Wir haben pünktlich und sauber geliefert. Ja, der Trafobum schon und die Arbeiten an der Kanalisation liefen auch ohne Probleme. Jetzt können die umliegenden Grundstücke gebaut werden. Ich bin mir sicher, dass sich das auch für uns lohnen wird. Der Platz ist ideal für ein paar schöne Einfamilienhäuser oder ein paar Doppelhaushälften. Das wäre natürlich klasse, damit wäre uns Zukunft gesichert. Naja, warten wir mal ab. Ich mach mal weiter, bis später. Ja. Ich mach eben bei meinen Grafikeinstellungen. Nice. Nice! Ich mach eben. Du weißt, wofür das Ganze hilfreich war? Ja. Für das scheiß Häuschen da. Ja, Trafokasten. Na gut. Man kann nicht immer alles wunderschön finden. So, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ein bisschen längere Folge, aber dafür haben wir einen so einen Auftrag fertig. Jo. Die nächsten werden wahrscheinlich, können wir die Betonpumpe eventuell mal. Genau. Hey, warte mal, was sind denn die Aufträge da unten, die verborgen sind? Da brauchen wir Mobilkran. Und um eine Mobilkran zu bekommen, machen wir ein Apartment-Tor raus. Ja, geil. Das steht auf jeden Fall fest. Da brauchen wir Betonpumpe. Doch, mir schade, das wird. Nice. Wird steht fest, wir haben schon angenommen. Genau. Wir haben, also, wie ihr seht. Wir haben für die nächste Folge ordentlich was vor, würde ich sagen. Und, Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.